Hey und willkommen zu Episode 4 meines Avatar Frontiers of Pandora Let's Plays. Dann wollen wir uns mal beeilen. Ich hab's geladen und oben links läuft schon ein Timer. Dann hoffe ich, das klappt hier irgendwie. Ja, das sieht gut aus. 6 Minuten und 40 Sekunden haben wir noch, um der Resistance zu helfen. Und irgendwo vor uns ist ja einiges explodiert, da müssen wir hin. Reicht es, um die Samen hier zu sammeln? Ich glaube nicht. Uiuiui. Seid ihr böse? Ihr seid nicht böse. Ich ja gut. Oh, die Tiere sind auch in Panik. Das gefällt mir. Nicht, weil die in Panik sind, sondern weil die Open World da doch ein bisschen cooler wird. Wenn die auf solche Events auch reagieren. Ja, ist ja gut. Es muss aber reichen, um Tiere, die wir umschießen, zu looten. Ansonsten muss ich halt ein Safe Game laden. Kann ich nicht einfach schnell reisen? Schau mal kurz auf die Karte. Genau hin müssen, weiß ich gar nicht. Follow the smoke. Boah, ich sehe keinen Smoke. Entschuldigung, wollt euch nicht stören. Schnell weg hier. Yeah. Und die waren nicht so begeistert, dass ich so nah gekommen bin. Also es regnet hauptsächlich. Ich hoffe, ich gehe noch in die richtige Richtung. Ich werde immer noch verfolgt, so wie es sich anhört. Ich werde mich jetzt nicht umdrehen. Jetzt kriege ich eins dieser Rhinozerusse in den Arsch. Das möchte ich natürlich auch nicht. So. Auf dem Kompass sieht noch viel nicht so toll aus von den roten Feind-Icons. Komm, das muss doch hier irgendwo sein. Okay. Jetzt haben wir es ein bisschen geschafft. Missionsziel. Hier irgendwo ein Missionsziel. Naja. Wir werden schon ankommen. 4 Minuten 30 haben wir immerhin noch. Ansonsten ist das Resistance Camp halt weg. Ist ja nur der Außenposten und das Hauptquartier. Was sind das eigentlich für Teile? Sturmbeast. A massive buffalo like herd beast with 6 legs and poor long. So. Kann anscheinend nicht so gut sehen, das Teil. Ja. South of the... Au, au, au. Hätte nach Süden gemusst? Ich bin verwirrt. Ist hier irgendwo Rauch? Ich bin irgendwo falsch abgebogen. Es war doch einfach vor mir. Ich hätte hier nur auf den Kompass schauen müssen, wo ich hin muss. Das sieht ja so aus, wo die Explosion war. Naja, ich probiere mein Bestes. Das ist vielleicht auch da oben einfach drauf. Das ist übrigens auch komplett neuer Content jetzt für mich. Also nur 3 Episoden sind beim ersten Versuch schiefgegangen. Das heißt, ich gehe jetzt auch wieder relativ blind an die Sache rein. Das heißt, ich habe keine Ahnung. Bin genauso ahnungslos oder ahnungsloser sogar als ihr, wenn ihr Spiel noch nicht gespielt habt. Ist vielleicht ein Tick spannender, auch für mich, ob wir es überhaupt schaffen, vor allem mit der jetzt getimten Mission. Es wäre viel leichter, wenn ich Rauch sehen würde. Das habe ich ja letztes Mal schon bemängelt, nachdem die Zwischensequenz weg war. War da auch kein Zeichen mehr, wo was ist. Ich habe vor mir irgendwas schimmern sehen. Also nicht die Spur hier, sondern... Naja. Ah, sicher, dass ich nach Osten gehen muss. Ich weiß ja nicht. Nur den Pflanzen hier noch ausweichen. Also irgendwas höre ich. Ich schaue noch mal ganz kurz auf die Karte.
Underer's Vantage, Bellspring, Fueling Station. Ein Glück läuft die Zeit gerade nicht weiter im Hauptmenü. Ich weiß nicht, was ich mache. Das wird ja nicht einfach an unserem Headquarter sein. Ah, doch. Die sind doch hier an der Tech bei unserer Sache. South of the Treff River. Ja. Muss ich denn doch einfach hier hin? Machen wir mal einen Wegpunkt. Hat irgendwie geklappt. Dann gehe ich ja halbwegs in die richtige Richtung. Da ist wieder dieses Glowy-Ding da hinten. Keine Ahnung, was das gerade ist. Gehen wir mal schnell zum Wegpunkt. In der Hoffnung, dass ich die Mission richtig interpretiert habe. Assistance Research Station. Ich gehe ja jetzt zum Hauptquartier. Das kann ja nicht ganz richtig sein. Vorsicht, Fallschaden. Ach, das klappt überraschend gut hier. Müssen hier schnell runter. Ups. Nochmal ups. Wollen wir noch kurz was essen? Die Zeit muss sein. So. Ab ins Wasser. Uiuiui. Ein Glück das Wasser getroffen. Oh, macht schon Spaß, sich hier schön schnell zu bewegen. Ich habe noch eine Minute 14 Zeit. Ich gehe wahrscheinlich zum falschen Objective. Ja, dafür gibt es ja Checkpoints. Und diesmal bin ich sogar so unsicher, dass ich jedes Mal ein Safe Game Backup mache. Irgendwie. Hab noch nicht geschaut, ob das mit den Backups überhaupt funktioniert. Aber soll schon. Im Ernstfall kann ich mich zumindest dann wieder aufregen, dass ich zu blöd war, das zu testen. So, ich bin hier. Resistance Headquarter. Was kann ich denn für euch tun? Ja. Die wirken relativ entspannt hier. Okay, anscheinend hätte ich doch zur Research Station gemusst. Boah, das ist jetzt Pech für alle Beteiligten, oder? Die sind ja noch ganz entspannt hier. Ich dachte, du wärst im Angriff. Oh je. Gleich läuft die Mission ab. Aber wir haben es zumindest zu unserem Research-Ding geschafft. Eieiei. Das machen wir doch gleich nochmal. So, das müsste vor uns... Da ist jetzt Rauch. War ich vorne echt so blind? Also, das ist die Richtung... Ui, da bin ich aber völlig falsch gelaufen. Machen wir mal einen Wegpunkt ungefähr hier hin. Oder ist das die Research Station hier oben? Also irgendwas ist das zumindest da. Ich weiß es nicht. Wir gehen auf jeden Fall jetzt in westliche Richtung. Hey, achso, da ist der Rauch. Also so ein bisschen westliche Richtung. Interessant. Da bin ich ja vorhin komplett falsch abgebogen. Irgendwann bin ich Richtung Osten gelaufen. Deswegen sollte man bei sowas eher davor auf den Kompass gucken. Aber ich bin voller Überzeugung, dass wir jetzt rechtzeitig ankommen. So, schön springen. Ja, ja, ich bin auf dem Weg. Zweimal werde ich ja nicht scheitern. I'm on my way, Priya. All that smoke. It's going to draw more RDA to that camp. I'll get to them first. I promise. Ist ja gut. Ich habe ja einen... Jetzt höre ich auch einen Helikopter. Kann ja nicht sein, dass die Quest gebuggt hat, oder? Wahrscheinlich nicht. Ja, ich bin ungefähr in die Richtung am Anfang gelaufen. Ja, jetzt sehe ich auch den Smoke. Ich dachte, das wäre auch einfach nur ein Baum. Sowas. Irgendwo habe ich dann die Orientierung verloren. Ich glaube, irgendwo da auf dem Berg habe ich gedreht. So sollte es natürlich nicht sein.
So. Ups. Nicht in die Pflanzen laufen. Es gibt ganz, ganz böses. No time for them. Hä? Was? Was war das jetzt? Überscannen. Ehrlich gesagt, keine Ahnung, was das war. So, den Rauch nicht verlieren. Mein Wegpunkt ist erreicht, aber das war es ja noch nicht. Da ist er. Der Rauch. Dann einmal kurz den Wegpunkt wegmachen oder da hinlegen. Sonst verwirrt mich das zu sehr. Was machen die denn? So, was ich auf jeden Fall mache, ist nochmal kurz hier ein bisschen was craften. Dass wir schießen können. Und ich glaube, wir müssen einfach weiter geradeaus. Das sieht doch diesmal gut aus. Weiß zwar nicht, warum er mich mit Blitzen beschießt, aber ist halt so. Der Wegpunkt ist jetzt komisch. Alles ist komisch. Ich wünschte, ich würde den Rauch noch sehen. Da zum Wegpunkt. Der war ja extrem nah an dem Marker eigentlich. Schauen wir mal. Also hier ist zumindest Bellspring. Bellsbrick. Ich glaube, da ist die Research Station. Keine Ahnung. Wir werden irgendwo rauskommen. Haben wir noch genug Zeit. Bogen ist auf jeden Fall schon mal vorbereitet. Ah, ich habe ihn wieder gefunden, den Rauch. Ich wünschte, wir könnten mehr als 20 Pfeile auf einmal transportieren. Auf der anderen Seite sind das echt riesen Pfeile. Das sieht, glaube ich, ein bisschen merkwürdig aus, wenn ich da mit einem ganzen Beutel voller 100 Pfeile oder so rumlaufe. Hat ja auch Gewicht. So, wir sind angekommen. Ich glaube es ja nicht. Oh je. Damn it. How'd they find this place? It's not on any of their patrol routes. They're looking for us now. Okay. You'll be fine. All right? Listen to me. You'll be fine. Yeah. Have you seen one of these before? Nee. Don't worry. It's easy. We'll have more on us soon. I need to stabilize him. Don't take too long. There's an oil refinery ahead. I'll make sure the ID come running to it. Keep them off Alman Hajir till then. You can handle this. I'll be quick. Ich bin schneller. Dann muss ich den machen. All mein Soldier an der Attack. Das ist ein Baseballschläger. Use the stuff sling to strategically lay traps. Okay. Schauen wir mal. Ah. Das erinnert mich dann an Rainbow Six. Mit Legion. Der hat ja auch so Boden voll. Okay, wir haben keine Traps mehr. Die einen gingen daneben, aber ich hab die doch gesetzt jetzt. Was will der von mir? Oh, schön. Hey, wieso habe ich den einen nicht getroffen? Merkwürdig. Ja, ja. Entspannt euch. Waren das schon alle Feinde? Nö, da ist ja noch einer. Waren das jetzt alle? War ein bisschen zu einfach. Helikopter. Stirb. Ah.
Hab mein Bestes versucht. So. Schön aus Fressbrett. Ah, da oben kommen noch mehr. Wunderbar. Ich tue mich gerade tatsächlich ein bisschen schwer mit dem Treffen. Ui, was haben die denn jetzt da wieder angestellt? Na komm schon. Nicht so sehr bewegen, dann kann ich nicht. Die sind aber echt schlecht mit ihren Waffen. Ich glaube, da wäre ich viel besser. Oh ja, ist ja gut. Ich bereue schon, dass ich euch nicht looten kann. Ein Mech. Wird auch Zeit, dass hier mal ein bisschen was passiert. Oh. Von wegen fehlplatziert. Das hat doch gut geklappt. Ich denke, das könnte sein. Ja, da sind zumindest zwei Cases. Irgendein Mod. Da hätte man noch Granaten gehabt. So ein Pech. Hier kann ich nicht mehr tragen. Kann ich auch nicht looten hier. Wo ist denn schon wieder mein... They can be found east of the Resistance Research Station. Na gut. Wer liest es im Vorteil? Also irgendwo hier soll es ja sein. Ah, da hinten. Da sind immer noch Leute. Gut, dann craften wir einfach nochmal kurz neue Pfeile. Haben ja Sticks wie Sand am Meer. Wo einmal... Zweimal down. So. Da drin ist ja das Crate. Sieht gut aus. Ja, da drin. Ja. Habe ich jetzt auch die Medical Supplies mitgenommen? Ich schätze mal. Drache ist echt praktisch. Sutlet, there's another Nazi here. They're helping me. Hey, ja. Wo ist denn mein Pfeil und Bogen? Da ist er. Den hatte ich gerade schon vermisst. Will nicht meine schönen neuen, Assault Rifle Bullets alle versauen. Wo muss ich hin? Sehr schön. Ich mag die Waffe. Kann ich jetzt Leute looten? Die haben doch bestimmt jetzt Munition, oder? Ja, wunderbar, die Ammunition. Ich bin glücklich. Ah, das ist schön. Mein erstes Assault Rifle in dem Spiel. So, jetzt wollen wir aber die Medizin übergeben. Ich muss irgendwie... Airlock. Ist das das Airlock? Muss hier sein. Hallo? Ja. Echt. That was close. They had plenty of amp suits. More than I've seen around here before. Nichts, was ich nicht handeln könnte. You're always quick. I'm sorry you had to face them alone. I wasn't alone. Sutlet distracted them. And did you see that Na'vi? Ikran are fierce. And very protective of their riders. An RDA Scorpion is no match for them. So, ich dachte, es war so leck. Na'vi. Dreamwalker and human. Fighting the sky people alone. You are very brave. That was amazing. The way you took out that thing. Dein Drache fängt gleich an zu brennen. You have the Ma.
You are Saar Entu. The storytellers, bringers of peace. My father said your clan disappeared years ago. We thought you were dead. The Saar Entu spirit is not so easy to kill. I had hoped to find the resistance here, but a Saar Entu. Anwesend. I am Etua, Sahe of the Aranae. Freut mich. I knew your mother. I'm sorry. Our home suffers too. The sky people grow bolder and the land falters under their feet. And yet, my people, our home tree, we are not warriors, but war has come. My father still needs convincing, but he knew the Saar Entu. He will listen to you. He must. Jedenfall. I need to get them back. The others. They should know what happened here. Of course, I'll help with your wounded. My home tree isn't far from here. Tell them I sent you. But not all see as I do, so please don't mention my part in this. Keine Sorge. Your spirit soar with the currents of the wind. Mach vielleicht die Brandflecken von deinem Ikran da weg. Und nächstes Mal park ihn nicht direkt auf den Flammen. Tierschutz hat, muss auch hier Vorrang haben. Etua, from the Aranahe clan. She asked me to visit her home tree. Maybe more Na'vi will join us now. Not likely. I tried before. It did not go so well. Their leader, Kanan, practically threw me out. He is not easily swayed. He's not afraid of the RDA? Ich bin gut mit Worten und so. He will protect his people from further suffering. That I can understand. The Aranahe are normally united in all things, but the war has sparked some friction. Many will close their eyes to an uneasy truth, but a Saar Entu may help them see. Leopard Porn. Kann ich wieder ernten? Waren das die Dinger, die nach unten abgezogen werden müssen? Ja. Oh, das war kein Clean Kill. Das tut mir leid. Ich glaube, das muss ich langsam machen. Das sind diese Medizinpflanzen. Ja, ja, AMP Esserwald. Mit noch einem fleischigen Geschenk drin. So wie es aussieht. Dem geht es aber nicht mehr so gut. Kann ich meine Mine wieder haben? Wunderbar. Das Spiel lässt mich ja so langsam alles machen, was ich will. Oh, die habe ich aber auch nicht gut platziert. Was ist denn das für ein Teil? Ja, wird wohl irgendwo abgefallen sein. So. Du bist ein was? Ach, wieder. Nein, ich wollte dich doch clean killen. Ich wollte dich nicht loslassen. Eher mit dir. Christine, wunderbar. Was macht das denn da hinten? Also zielen kann ich mit der Schleuder echt nicht. Diese Schocksachen. Nach rechts, okay. Das war sogar in guter Qualität. Hört mal auf, mich zu schocken. Ich dachte, ich bin vorbereitet und mich kann nichts schocken. Na, dem war wohl nicht so. Hier ist wieder so ein Teil. Waren das die Smoke-Granaten? Was ist das hier? So, irgendwo noch Loot. Sieht nicht so aus. Außer Stückchen. Ein bisschen Stückchen holen hier. Kann ja nicht sein, dass mir irgendwann die Munition ausgeht. Und da oben ist nur... So, da ist ein Luftauslass, aber ganz oben scheint noch eine Box zu sein. Schauen wir mal, was in der Box da drin ist. Ja. Okay, da sind auch Boxen. Habe ich die nicht schon? Also die habe ich definitiv nicht. Ein Chestguard. Ja, damit. Und Stagger Rounds. Oh, interessant.
Zeitzeitsäge nochmal. Ich habe irgendwie Taumeln im Kopf oder Betäuben. Also nicht, dass das wirklich die Worte sind, aber dass das die Auswirkung ist. Ich glaube, das stand gerade auch links dran und ich habe einfach drüber gelabert, anstatt das vorzulesen. Das tut mir leid. So, der Baum sieht da hinten noch interessant aus, aber ich glaube, den kennen wir schon. Boah, wie wäre es mit Feuer löschen? Weil wenn das ein richtiger Waldbrand wird, wird es schwierig. Oh, ich muss wieder was essen. Ja, mit dem Essen und wir haben einen Skillpunkt. Skills. Wir haben zwei Skillpunkte. Dann wollen wir mal... Was habe ich gesagt? Als nächstes Hunter... Plus 25% Damage to Wildlife. Mit dem Bogen. Oder Double the Amount of Cooking Ingredients. Ich glaube, das wollte ich. Einmal. So. Jetzt aber ein... Ich habe keinen Skillpunkt mehr. Hat es 2 gekostet. Zumindest kosten manche 2. So ein Jammer. Dann haben wir dafür gerade 2 geopfert. Wieso gast hier alles? Hab doch gar nicht gefurzt diesmal. Was seid ihr denn? Nightleaf Tree. Ich glaube, da ist sogar ein Ast, den ich ernten kann. Wird zwar nicht die beste Qualität haben, aber die Hand umfasst den dicken Stamm. Und kriegt zumindest irgendwas hin. So. Schauen wir mal auf die Map. Was muss ich machen? Resistance Research Station. Bellspring. Ist das wieder so eine Blume? Oder ist das der Baum? Keine Ahnung. Ne, die Blumen sind ja immer so lila. Das wird dann der Baum sein. Aber was ist denn dieses Bellsprig? Das würde mich jetzt auch interessieren. Ist hier praktisch gleich um die Ecke. Und dann gehen wir wieder in die andere Richtung. Da weiß ich gar nicht, was ich gerade ausrüsten soll. Machen wir mal den Bogen. Und sobald ein Feind kommt, werde ich auf einen Assault Rifle umschalten. Ist ja cool, dass ich jetzt die Feinde zumindest für ihre Munition looten kann. Kann ich was mit dir anfangen? Nee, das war ja das, was ich von mir nicht anfassen lassen will. So. Vielleicht kriegt man auch noch schön Fleisch auf dem Weg. Oh, da ist zumindest... Was sind das für Teile? Storm Beast. Bin über eine Trampolinpflanze gelaufen. Ihr kleinen Dinger habt die... Bleibt mal stehen. Ja, was ist denn mit dir los? Ich glaube, deine Schwachstelle hat geleuchtet. Oh, das war weder ein Clean Kill noch Mercyful. Ja, der hat ein bisschen zu sehr gezappelt. Ihr habt echt die Riesenviecher hier gelegt. Das ist ja alles Superior Meat. Wow, wunderbar. Und ich krieg jetzt sogar schon doppelt davon. Waren das nicht 3 Stück? Ich muss sagen, ich habe keine Ahnung, wie viel das waren. Bin mit dem Scanner immer noch nicht... Ja, ist ja gut. Oh, das wollte ich nicht. Bin nicht gewohnt, so einen Werfer zu haben. So. War das jetzt Mercyful? Oh, auf keinen Fall. Ah, das habe ich sogar ruiniert. Ich denke, ich sollte da nicht mit dem Assault Rifle draufhauen. Oh, da ist noch ein Tier dahinter. Wieso wird das nicht markiert? Finde ich gerade spannend. Ich hab's ja gerade rumfleuchen sehen. Oder kräuchen. War eher so ein Kräucher. Naja. Auf zum Wegpunkt. Oh, ist das da auf dem Berg drauf? Nee, der Wegpunkt ist, geht ein bisschen daneben. Vielleicht ganz gut, weil auf den Berg komme ich nicht so leicht. Habt ihr irgendwie... Was ist denn da oben drauf? Sind das normal Tiere oder Würmer? Wieder dieses Quest hier rechts, links, Lensflare. Ich weiß nicht, was du von mir willst.
Vielleicht ist es einfach mein Wegpunkt in dem Fall. Wenn wir da drauf kommen, weiß ich. Achso, ja gut. Ich weiß es jetzt. Sieht ja relativ eindeutig aus hier. Weiß nicht, ob das was bringt, dass wir das gerade machen, aber... Wir werden sehen, wir werden sehen. Chessguard-Mod. Auch so mittelprächtig. Steht immerhin fein dran. Das heißt zwar fein, aber trotzdem. So, ich hoffe, ihr habt was für mich da oben. Was ist denn das für eine Blume? Ich mach mal meinen Wegpunkt aus. Woanders hin. Ja, doch, ich sehe immer noch dieses Beltsbrick. The spares of this plant have the ability to increase an Navi's Vitality when inhaled. Okay. Das ist doch nur ein kurzes Ding, oder? Ah! Gesundheit permanent erhöht. Dann hat es ja doch was gebracht, dass wir hier sind. Und wir haben gelernt, was es macht. Das finde ich schön. Jetzt ist es auch abgehakt. Gut, die Research Station war da. Upsi. Dann wollen wir doch mal jetzt in Richtung... Was das ist, weiß ich hier immer noch nicht. Aber in Richtung der nächsten... Keine Ahnung, wie hießen die Flower? Taresu, Belsbrick. Nee, Belsbrick war ja das gerade eben. Die pinke Blume, mit der ich mich dann verlinken kann. So, habt ihr hier einen relativ schmerzfreien Weg für mich, wie ich runterkomme? Sieht aktuell nicht so aus. Das heißt, wir minimieren jetzt auf jeden Fall erstmal die Falldistanz. Und dann würde ich sagen, probieren wir es. Ah, das hat geklappt, ohne viel Schaden. Da ist noch so ein Reh. Gib mir dein Fleischreh. Mist. Wieso verträgt das Headshots denn so gut? Sicher, dass ich die nicht ernten kann. Large Herb with Gigantic Blue Petal Flower Cluster with Spiny Cactus-like Center. Gut, du bist ein Herb. Aber bist du auch ein Spice? Keine Ahnung. Kann es gerade nicht ernten. Mein Tier habe ich auch verloren, weil mein ADHS wieder reingekickt hat. Ah, da ist es. Ah, da vorne leuchtet es. Ups. Bin noch nicht gut im Schuss canceln. Also das hat irgendwie an der Halsschlagader unten am Hals so ein gelbes Ding. Ich glaube, da ist ein kritischer Marker. Gerade hatte ich wieder so einen Impuls, als ob ich hier wieder irgendwas scannen muss. Sollte, keine Ahnung. Ich glaube, diese komischen Bäume haben wir auch noch nicht gescannt. Anime Tree, a giant tree with tendril-like branches that stretch. Ja. Hört mal auf, mich zu attackieren. Da am Schwanz seid ihr ganz empfindlich. Mist. Ja, am Hals seid ihr empfindlich. So, sucht noch jemand Streit. Ja, finde es ein bisschen komisch. Die Spuren sind mir viel zu penetrant und meine Körper, die ich dann looten kann, sind mir etwas zu unklar, wo die denn liegen. Was ist denn mit euch? Ist hier ein ganzes Rudel von euch? Sieht ja so aus. Brauche ich noch ein Skill, der bis... Hey, nicht springen. Kein Time Jump machen. Wie gesagt, die Körper, die ich looten soll, sind etwas mir noch unklar. Habe ich dich getroffen? So, erstmal Munition. Ja, ist ja gut. Bleib mal kurz stehen. Dankeschön. Dann interessant, wie die Erwachsenen aussehen. Ja, so langsam ist mein Inventar voll, das wette ich aber.
Ist hier eure Höhle? Ist hier euer Alpha drin? Es ist zumindest eine Höhle. Wollen wir mal rein und hoffen, dass wir nicht so viel Überraschendes hier vorfinden werden. Was ist denn das alles? Muss ich da hoch? Da drauf schießen? Komm schon! Was ist denn das? Ich sehe doch den Loot-Container dahinter. Wir müssen vielleicht hier außen rum. Also mein Granatwerfer, meine Granatschleuder irritiert mich immer noch. Du bist ein was? Ein Sage. Sage oder Sage. Sage Mushroom. This same Sage Mushroom consists of a tree lobbed frilled head. Ja. Schön für ihn. Und oh, das ist merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig, wie das alles so sich anhört und aussieht. Ja, aber nette Höhle. Könnten mich hier häuslich einrichten. Was ist denn jetzt auf einmal? Forest High, Forest Nectar Comp, usually covered in insects which may attack foragers that are not careful. Bin careful, her damit. Na komm schon. Ja, ich weiß leider nicht, in welche Richtung das am liebsten. Ah, diagonal rechts. Ja. So. Dann haben wir hier auf jeden Fall nochmal so einen Stamm. Ja, sehr insektig gerade. Sehe gerade. Ah. Also. Animationen. Da darf man aber echt nicht zweideutig denken hier. Gut. Mist. Das habe ich nicht careful abgerissen. Hier ist es ja. Hier ist ja, was auch immer das ist. Health Basket. Inventar ist voll. Na gut. Longbow String Mod. Inventar ist voll. Okay, das ist einfach Duffo-Fett, die hier drin sind. Oh, von der Seite kann ich es berühren. Dann komme ich raus. Ach, ich schätze mal, hätte ich mich nicht so angestellt, hätte ich das auch von der anderen Seite erreicht. So, jetzt aber irgendwas, was mich mir da hier heimtückisch überfallen will. Sieht nicht so aus. Dann gehen wir mal 1,4 Kilometer in westliche Richtung. Wie die Pilger in Amerika. So. Oh, ich renne ja schnell. Also langsam wird es Zeit für ein Hottehü. Oder noch besser so ein Flugding. Naja. Laufen macht ja auch Spaß. Ist gesund für die Beine und den Rest auch. Ah. Da muss ich das Mikro kurz muten, weil ich niesen musste. Ein Glück habe ich dran gedacht, sonst wäre das sehr merkwürdig gewesen auf der Aufnahme. Meine Nieser klingen nämlich immer so komisch. So. Langsam nach unten. Yay. Ich bin so gut im Pflücken. Sollte nicht. Hier ist wieder dieses. Oh. Ah, da ist noch ein Belsbrick. Sind die immer auf irgendwie so schwebenden Inseln? Können wir mal markieren. So 166 Meter entfernt. Das ist deutlich besser als die 1,2 Kilometer, die das andere noch war. Jetzt müssen wir nur noch schauen, wo der Eumel denn sitzt. Da oben ist er ja. Ich höre wieder irgendwas tapsen. Das macht mich ein bisschen nervös, nachdem ich vorhin so oft von diesen Viper-Wolves beinahe niedergemäht wurde. Ja,
So war es nicht. Vielleicht wird ChatGPT das wieder so beschreiben, wenn ich ihm den Input gebe. Ich weiß zwar nicht, wie sehr sich die Health increased, aber ich bin nicht ganz unzufrieden. So. In Richtung Waypoint müssen wir dann. So. Da gibt's Drachen. Nein, nicht in die explodierenden Sachen laufen. Das sieht aber auch interessant aus. Was ist denn das? Ich würde sagen, ab dafür. Ui, das war, glaube ich, nicht tief genug. Oh, ganz ordentlich das Bein noch verstaucht. Naja, macht ja nichts. Die haben ja gut gegessen und dadurch ein bisschen Health. Du bist ein Nightleaf. Okay, da kann ich gerade nichts ernten. Muss Sachen mehrmals scannen, weil sonst habe ich doch keine Ahnung, wofür die gut sind. Ja, das macht immer noch Spaß hier. Und du bist ein was? So ein Drachenhort. Kann ich mich jetzt einfach mit einem verknüpfen? Das wird doch nicht der Baum sein. Der Kinglor. Den. Hier ist zumindest. Hallo? Hallo? Hallo. Hab euch gefunden, aufgespürt. Helft ihr mir beim Kampf? Hallo. Irgendwer? Hallo. Hallo. Hätte ich euch nicht finden sollen. Was habt ihr denn hier? Was ist das? Hallo, ich bin Sarentu. Ich kann eure Kochstation benutzen. Hey, ich dachte, wir suchen hier nach Resistance. Ist noch mehr von denen? Glaubt ihr, hätte ich noch nicht aufspüren sollen? Ja, ich bin Sarentu. Red mit mir. The Lost Clan? Ja. It must be something else. The Sarentu are long gone. Nein, hier bin ich doch. Was bist du? Lionberry. A plant with blue leaves that resemble feathers and a red flower that is used in Navi crafting. Aber die wollen gerade anscheinend nicht mit mir interagieren. Schade eigentlich. Naja. Dann in Richtung Wegpunkt. Das finde ich nicht gut an der Open World. Die hätten zumindest auf mich reagieren sollen. Oder ich hätte irgendwie anders geführt werden sollen. Ja, die lagen ja so auf dem Weg praktisch. Haben sogar die Explosion da hinten schön gesehen. Da interessieren sich einfach nicht für mich. Vielleicht bin ich auch nicht zum Richtigen gelaufen, aber das stört dann meine Immersion dann doch ein bisschen, wenn man mich einfach so gar nicht beachtet. Das ist dann eher wie im echten Leben, aus dem ich ja versuche zu entkommen, indem ich spiele. Irgendwie sowas. So, diesmal schieße ich nicht auf Reh. Ich bin einfach nicht gut da dran. Genau, da ist so eine Tarsio-Flower nearby. Ich schätze mal irgendwo da. Ah, da sehen wir sie schon. Oh, da gibt's Schüsse. Das ist nicht gut. Da wollen wir mal hin. Was ist denn da los? Also das ist wiederum gut an der Open World. Das ist immer was, was mich gerade interessiert. Ihr seid was? Ich würde erstmal zu den Schüssen. Oh. Da können wir aber ordentlich mithelfen. Ist noch ein Clan? Hört mal auf, hier Sachen platt zu machen. Die gehen aber schnell down. Was macht ihr denn hier? Ui. Ja, du hast mir gerade noch gefehlt. Greif mal Feinde an. Ah, wie wär's mit euren eigenen Waffen? Hä? Oh. Schießen aber das Magazin schnell leer. Ja, nicht zu Unrecht, würde ich mal sagen. Was macht ihr hier?
Wieso packst du jetzt da drin? Toll, das Stormbeast-Fleisch ist jetzt... Was macht ihr denn mit dem Teil? Wieso wollt ihr das fangen? Gut, habe ich anscheinend kaputt machen können. Ich brauche ein größeres Inventar. Die Spare Parts konnte ich noch aufnehmen. Und die Mods, aber... Ah, noch eine Kiste. Toll. Eine Assault Rifle Round. Ich glaube, war vielleicht mehr drin, aber ich bin einfach voll, was das angeht. So. Was bist du? So ein Viper Wolf. Kann aber nicht mit dir interagieren, das tut mir leid. Auch hier, genau. Assault Rifle Munition ist voll. Wieso hat die da schon wieder so einen komischen Wegpunkt? Was ist denn das am Baum? Poison Breath Spore. Achso, das haben wir schon am Anfang gesehen. Nicht, dass die da aus dem Felsen gekommen ist. Ich habe hier wieder so einen Lensflare-Effekt. Ob mich das nur zur Blume bringt? Oder zu dem Computerterminal da? Keine Ahnung, aber ich sehe gerade auf die Uhr und würde sagen, das reicht tatsächlich schon für die Episode. Mehr sehen wir dann eben bei der nächsten. Mal sehen, ob wir zuerst zur Blume gehen oder zum Computerterminal. Da lasse ich mich selbst noch überraschen. Genau, dann wie immer, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.